Ja, wir befinden uns hier auf der Messe Eurocheval in Offenburg, wo wir schon seit vielen Jahren ständige Aussteller sind und zeigen hier unsere Produkte, unsere hochwertigen Fahrzeuge, die in Deutschland hergestellt werden. Es ist dies rechts von mir ein Zweispänner Marathonwagen, ein Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse mit hochkarätigem Fahrwerk, diversen Besonderheiten in der Anspannung, einfach Wagen, die an Weltmeisterschaften teilnehmen, in offiziellen Meisterschaften überall und auch beim kleinen Fahrer sehr gerne eingesetzt werden. Sehr viel Fahrkomfort bietet diese Sitzschale. Man ist sehr gut eingebunden, hat enormen Seitenhalt. Die Sitzbank ist auf jede Größe einstellbar. Gesamte Karosse, Wagen, Kasten, vielfach aus Edelstahl aufgebaut. Wir haben dann hier sehr griffige Bodenbereiche, wo der Fahrer sehr viel Sicherheit hat und Griffsicherheit mit den Schuhen, selbst wenn die mal schmutzig sind. Die Bremseinrichtungen hier hydraulisch zu betätigen über die Fußpedale. Hochkarätige Bremsen von namhaften Autoherstellern, unter anderem Daimler-Benz und auch Audi. Auch in dem Bereich hier sehr viele Edelstahlteile, die absolut pflegeleicht sind und über Jahrzehnte sehr viel Freude machen. Besondere Neuheit ist heute ein Ortszeitsystem, das über diese Ansteuerung über Drahtseile der Vorderachse über so eine Zwangslenkung angesteuert ist. Wenn die Pferde in die Windung gehen, schwenkt die Deichsel beispielsweise rechts rüber und zieht diese Ortscheide an der fest angebauten Spielwaage mit, sodass der Zug immer parallel verfolgen kann. Auch an den Rädern sehr viel Technik, besondere Eigenschaften hier, diese Spurrillenprofile, diese gefrästen Gummiprofile, die einfach mehr Spurtreue bringen. Auch im hinteren Bereich hier sehr viel Raum für den Beifahrer, ein sehr optimal ausgelegter, erfolgreicher Wagen. Anhand dieser Bilder kann man erkennen, dass wir sehr viele Spitzenfahrer auch hier im badischen Raum haben. Ich denke hier jetzt einmal an den Philipp Feist, der sehr erfolgreich im Einspinnersport unterwegs ist. Auch ein sehr fairer, pferdefreundlicher Fahrer. Dann haben wir den Lothar Bachmeier, der auch seit vielen Jahren im Zweispinnersport für die deutsche Mannschaft auch unterwegs ist, sehr erfolgreich überall auf namhaften Turnieren. So verschiedene weitere deutsche Fahrer, die hier abgelichtet sind, oder dann auch die Spitzenfahrer auf Weltesebene, die auch an Weltmeisterschaften teilnehmen, Fahrer, die auf dieser Tafel hier abgelichtet sind, die einfach die Fahrzeuge aus unserem Hause hier loben und gerne fahren.